Die Medentika Drehmomentratsche M12 ist einfach aufgebaut. Am Ende der Ratsche ist eine skalierte Einstellschraube, mit der ein Drehmoment von 10 bis 40 Newtoncentimeter eingestellt werden kann. Am Ratschenkopf sind die Funktionen In zum Eindrehen und Out zum Ausdrehen eingelasert. Stellen Sie das Drehmoment ein. Das gewünschte Drehmoment kann mit Hilfe der Einstellschraube in Fünfer-Schritten 10, 15, 20 Newtoncentimeter und so weiter eingestellt werden. Es wird durch die Markierungsringe angezeigt. Durch Drehen im Uhrzeigersinn steigt das Drehmoment nach oben. Wir verwenden hier ein Drehmoment von 25 Newtoncentimeter. Das Drehmoment ist erreicht, sobald der eingestellte Wert am Markierungsring mit dem Ende des Ratschengriffs übereinstimmt. In das vorgesehene Auge am Ratschenkopf wird durch einfaches Einstecken das Handschaftwerkzeug montiert. Durch leichten Druck mit der Fingerkuppe wird das Werkzeug wieder aus dem Ratschenkopf entfernt. Beim Arbeiten unter Drehmoment signalisiert der Ratschenkopf durch Abknicken des Kopfes, wenn das Drehmoment erreicht ist. Mit dem Adapter M14 wird die Drehmomentratsche M12 auch für ISO-Schaftwerkzeuge umfunktioniert. Der ISO-Schaft wird in den Adapter gesteckt. Eine Kontrolle über den richtigen Sitz des Werkzeuges ermöglicht die Aussparung am hinteren Ende des Adapters. Der Adapter wird in den Ratschenkopf eingesetzt.